Einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier heute zum Webinar Täglich neue Handelsideen, präsentiert von Tickmill. Ich ziehe mir schnell den Chat hier rein. Perfekt, hier läuft's. Und hier nehmen wir den auch noch rein. Okay. Alles klar, dann begrüße ich euch nochmal ganz recht herzlich heute hier zum Webinar. Wir werden wie immer einen Blick werfen auf die wichtigsten Währungsmärkte, wir werden mal schauen, was so los ist heute an den Märkten. Außerdem habe ich noch mitgebracht die wichtigsten Indizes, die sind an ganz, ganz entscheidenden Leveln. Da schauen wir nochmal kurz drauf. Aber bevor wir loslegen, wie immer, kleiner Risikohinweis, ja, Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir haben auf der einen Seite schöne Chancen zum Geld zu verdienen, auf der anderen Seite haben wir natürlich immer das Risiko, unseren Einsatz auch zu verlieren. Das sollte man verstehen. Ganz wichtig noch, das, was wir hier heute machen, alles, was ich an den Märkten zeige, Analysen, Charts, die wir uns anschauen, dienen rein den Lehr- und Lernzwecken, sind bitte nicht als Anlageberatung oder Kauf- oder Verkaufempfehlung zu verstehen, sondern alles, was ich hier zeige, repräsentiert rein meine subjektive Meinung und ist eben auch nur so gedacht, euch zu zeigen, wie ich die Märkte mir anschaue, dass ihr da was draus lernen könnt. Gut, Holger, guten Morgen, Arthur, Olaf, hi, schön, freut mich, dass ihr wieder alle dabei seid. Wir starten mit einem kleinen Blick auf die Woche, was wir so an wirklich wichtigen Nachrichten hier zu erwarten haben. Für heute steht hier mit drei Bullenköpfen tatsächlich nur das Bruttoinlandsprodukt aus Japan an. Das kam auch schon, ist etwas schlechter gekommen als erwartet. Können wir gleich mal schauen, wie die Märkte das verkraftet haben. Für die Woche, was noch ganz wichtig ist, für alle, die im australischen Dollar sind, morgen Nacht um 3.30 Uhr Protokoll der geldpolitischen Sitzung. Ist nicht unwichtig, ist so ein bisschen zu vergleichen mit dem FOMC-Statement in Amerika, also ist nicht unwichtig. Dann haben wir die Verbraucherpreisindizes, das besprochene FOMC-Sitzungsprotokoll haben wir tatsächlich dann auch am Mittwoch um 20 Uhr, das ist also auch nochmal wichtig, das geht sowohl auf die Indizes als auch auf den US-Dollar als auch auf Gold, das ist nicht ohne. Ansonsten haben wir natürlich wie jede Woche Lagerbestände im Öl. Das ist natürlich für alle Ölhändler wichtig. Am Donnerstag haben wir das EZB-Sitzungsprotokoll. Das wäre also das europäische Pendant zu dem, was wir am Mittwoch aus den USA und am Dienstag aus Australien haben. Dann haben wir auch wie jeden Donnerstag die Erstanträge Arbeitslosenhilfe. Die sind eben im Moment auch noch wichtig. Da waren wir in der letzten Woche das erste Mal unter 1 Million Neuanträge. Also da haben sich die Zahlen durchaus verbessert. Das wird interessant werden am Donnerstag, ob das so bleibt. Ja, und dann haben wir noch für den Freitag hier ein bisschen wieder Einkaufsmanager-Indizes in Großbritannien, Einzelhandelsumsätze Kanada. Also keine riesen Market-Mover, aber doch so das ein oder andere, worauf zu achten ist. Schauen wir uns das Ganze mal heute für den Tag an, ein bisschen genauer, was vielleicht noch kommt. Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, Bruttoinlandsprodukt ein bisschen schlechter gekommen als erwartet in Japan. -7,6% war erwartet, -7,8% sind gekommen übers Quartal und eben auch aufs Jahr gerechnet ist das Ganze ein bisschen schlechter, als man das erwartet hatte. Wie gesagt, wir gucken gleich auf die Indizes und schauen mal, inwieweit das momentan Auswirkungen hat. Ja, was haben wir hier heute sonst noch? Treffen der Eurogruppe. Naja, New York State Herstellungs-, New York Empire State Herstellungsindex. Alles nicht so, dass es mich jetzt irgendwie brennend interessiert. Okay, dann haben wir die Pflicht hier erledigt. Dann werfen wir mal einen Blick auf das, was im Moment hier
aktuell ist. Ich habe hier die Reihenfolge mal ein bisschen geändert. Ich habe also die wichtigsten amerikanischen Indizes hier direkt ganz vorne in der ersten Reihe. Da haben wir also hier den Dow Jones, den S&P 500, den Nasdaq und hier rechts daneben dann noch den DAX. Fangen wir doch mal kurz mit dem DAX an, weil wir da gerade an einem wichtigen Bereich sind. Ja, wir hatten uns in der letzten Woche hier dieses Dreieck angeschaut, wo wir dann schön auch nach oben ausgebrochen sind und auch dann in den nächsten Widerstandsbereich hier reingelaufen. Den hatten wir auch gezeigt. Das ist also hier der wichtige Widerstandsbereich im DAX. Das ist am Ende auch der Grund, warum wir uns hier so ein bisschen schwer tun gerade. Ich markiere das nochmal schnell als Widerstand. So. Ja, das ist auch der Grund, warum wir uns hier ein bisschen schwer tun. Wir haben so eine Kombination zwischen 13.000 Punkte, runde Zahl, ist immer ein Bereich, wo gerne mal ein bisschen verkauft wird, wo gerne mal Gewinne mitgenommen werden. Das haben wir hier gesehen. Donnerstag, Freitag ging es ein bisschen runter im DAX. Am Freitag haben wir dann hier den Dreiecksausbruch im Prinzip nochmal getestet. Also wirklich wichtig, wie sich der Markt jetzt hier heute weiter verhält. Im Moment ja, recht neutral, nicht viel passiert, nicht viel zu sehen. Wir schauen gleich mal, wie es bei den Amis aussieht. Aber das ist auf jeden Fall hier das Level, was für heute extrem wichtig sein wird. Denn zum einen, ja, habe ich es gerade gesagt, ich ziehe das mal hier rüber. Ja, dann sieht man das sehr schön. Das ist also der Test des Ausbruchslevels aus diesem kleinen Dreieck. Ja, das ist Punkt 1, der ist eben wichtig. Da ist es auch normal, dass wir da erstmal hängen bleiben und hier eine Bounce sehen. Allerdings sollte das Level heute unterschritten werden. Ja, dann haben wir hier folgende Situation. Dann gehen wir unter diese kleine Trendlinie, die im Moment hier noch hält. Ja, also diese untere Begrenzung des Dreiecks, was hier entstanden ist, das ist im Moment die Trendlinie auf dem Tagesschart, ja, die hier über den gesamten August auch schon aktiv ist. Also wichtiges Level. Ja, neues Tagestief heute könnte bedeuten, dass wir unter das Tief vom Freitag rutschen und das könnte bedeuten, dass wir hier doch noch mal weiter abverkaufen, so in den Bereich 12,4, vielleicht sogar 12,2. Ja. Also auf jeden Fall wichtig, das hier im Auge zu behalten. Dann haben wir natürlich hier im S&P noch immer die gleiche Situation, wie wir sie in der letzten Woche hatten. Ja, wir hängen noch immer in diesem Widerstandsbereich hier. Das ist der große Widerstandsbereich mit dem Allzeithoch, was wir hier gemacht haben, bevor es dann hier dreiwellig extrem stark abwärts ging. Und das, wenn man sich anschaut, wie extrem diese Abverkäufe waren. So. Ja, wie viel Druck hier aufgekommen ist, dann ist das eben auch überhaupt nicht verwunderlich, dass der Markt sich jetzt hier genau an diesem Level sehr, sehr schwer tut. Ja, wir haben jetzt hier eigentlich die gesamte letzte Woche versucht, nach oben durchzugehen, haben das nicht geschafft. Wenn wir das jetzt schaffen sollten, zum Beginn der Woche, dann ist das ein absolut bullisches Zeichen. Dann kann man hier definitiv nochmal Dynamik erwarten zur Oberseite. Dann sollte da auch noch ein bisschen was kommen. Es ist aber auch genauso gut möglich, dass wir von hier an nochmal einen deutlicheren Rücksetzer sehen. Ja, vielleicht hier in diesem nächsten Unterstützungsbereich. Das ist dieser hier um 3.200 Punkte. Das wäre also auch möglich. Ja. Deswegen hatte ich heute auch geschrieben, schon in der Ankündigung, wir sind hier wirklich an ganz wichtigen Entscheidungsleveln. Das hat sich im S&P zur Vorwoche nicht geändert. Im Dow sah das Ganze so aus, dass wir hier ein bisschen stärker waren in der letzten Woche. Hier sind wir dann doch über dieses letzte Hoch deutlich nach oben ausgebrochen. Und dann schaut es euch an. Ja, ich hatte das gezeigt schon hier mit diesen Inside Days, die wir hatten. Wir hatten hier eins, zwei Inside Days hintereinander. Und dann haben wir am Freitag den Ausbruch gesehen. Ja, im Prinzip den Ausbruch aus diesem Dreieck hier. Und mit dem Unterschreiten von diesem Tagestief konnte man hier kurzfristige Short-Positionen etablieren. Da hatte ich auch darauf hingewiesen, dass diese Inside Days gerne die nächste Bewegung hier bestimmen. Ja, hier sind wir nicht ganz bis zum Ziel gelaufen. Das Ziel wäre hier gewesen, so bei 27.630 Punkten an diesem alten Hoch. Da sind wir nicht ganz hingekommen. Das haben wir um ein paar Ticks verpasst. Aber
Ich sage mal so 100, 120 Punkte waren hier im DAU locker drin auf der Unterseite. Und jetzt ganz interessant, ja, sind wir gerade dabei, hier das Ganze oben wieder anzutesten. Diese Freitagskerze, die sieht auch recht bullisch aus, ist stark abverkauft worden, ist zum Ende des Handelstages alles wieder zurückgekauft worden, ist eine recht bullische Kerze, wird eben dann interessant, wenn wir hier über diese letzten Hochs hinausgehen. Ja, und dann würde ich auch hier erwarten, dass sich vielleicht die Bewegung nochmal weiter fortsetzt und wir uns noch ein bisschen Richtung Norden bewegen können. Bis wohin ist hier auch relativ gut abzumessen. Wir hängen im Moment an diesem Widerstandsbereich hier. Ja, das ist das Level, wo wir hier dranhängen, wo auch dieser letzte Ausbruch am Dienstag hier gescheitert ist. Das sind diese beiden alten Tiefs hier. Ja, und deswegen, wenn wir über diese Range nach oben ausbrechen, über diese 28.100 Punkte, dann sind wir eben auch über dieses Widerstandslevel gegangen. Und dann haben wir im Prinzip im DAU als nächstes Ziel hier oben den Bereich so um 29.000 Punkte. Ja, also hier ist auf jeden Fall dann auch nochmal Luft zur Oberseite, genau wie im S&P, der ja dann neue All-Time-Highs macht. Auch da haben wir dann Luft zur Oberseite. Und ähnlich sieht das Ganze auch aus im Nasdaq. Ja, hatten wir uns auch angeschaut. Der hat wieder ein bisschen an Stärke gewonnen. Der hatte hier drei sehr schwache Tage, wo der Index auch relativ schwächer war als die anderen Indizes. Und jetzt laufen wir eben auch hier in so einen Bereich. Wir sind aus dieser kleinen Bullflag ausgebrochen und seit wir aus der Bullflag ausgebrochen sind, konsolidieren wir hier auf sehr hohem Niveau in einer flachen Flagge. Und auch das ist absolut bullisch zu werten. Ja, das heißt, ein Ausbruch, der hier nach oben erfolgt, über dieses letzte All-Time-High, über diese Seitwärtsrange, wäre auch absolut bullisch. Aber ihr seht das, alle Märkte hängen oben an Widerständen. Das heißt, ich würde jetzt nicht direkt hier irgendwo kaufen und auf einen Ausbruch hoffen, weil wir haben die Chance, dass wir entweder nach oben rausgehen, wir haben aber auch die Gefahr, genau an dieser Stelle, wo wir jetzt sind, dass wir deutlicher nach unten wegdriften könnten. Ja, und, ich warte zumindest hier auf die nächsten Entscheidungslevel und schaue mir dann an, wie sich das Ganze hier verhält. Ja. Okay, dann gucke ich erstmal kurz, was ich hier auf der Uhr habe für euch. Es sind hier zwei Fragen schon reingekommen, da werde ich mich auch gleich nochmal mit beschäftigen. Und zwar einmal New Zealand Dollar, Swiss Franc und dann haben wir hier British Pound, US Dollar. Schauen wir uns beides noch an. Ich möchte nur euch einmal zeigen, was mir hier aufgefallen ist für heute, was hier ganz interessant ist. Das ist zum einen hier Outcut. Ja. Der Aussie-Dollar war ja, wir sehen es hier, ja, in den letzten Wochen extrem stark. Und so seit 3, 4 Wochen fangen wir hier so ein bisschen an zu schwächeln. Und jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Es könnte sein, dass sich diese Aufwärtsbewegung hier dem Ende genähert hat und wir jetzt im Rollover sind und hier die ersten Trendwechsel sehen. Ich bin aber kein Freund davon, in so starke Trends hier einfach irgendwo rein zu verkaufen, sondern dann möchte ich tatsächlich erstmal sehen, auch auf der größeren Zeitebene, dass wir hier einen neuen Trend bekommen. Wir sehen also auf dem Weekly ist das Ganze hier noch recht stark, noch recht klar aufwärts gerichtet. Wir hatten in der letzten Woche die erste rote Woche hier. Jetzt sind wir hier seit heute Nacht schon wieder so ein bisschen bullischer unterwegs. Ja, das sehen wir hier auf dem Stundenchart schön. Die erste Bewegung nachts nach der 0-Uhr-Eröffnung deutlich nach oben. Die wird jetzt gerade wieder abkorrigiert. Wir befinden uns jetzt wieder ungefähr auf dem Level vom Freitag. Und hier wird es jetzt ganz interessant. Wir haben auf dem Tageschart, wenn wir uns das anschauen, so, wir haben hier auf dem Tageschart folgende Situation. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Tage Korrektur gesehen, sind hier auf ein ganz wichtiges Unterstützungslevel gelaufen, ganz wichtiges Supportlevel in diesem Bereich hier.
und sind hier sehr dynamisch, wohlgemerkt, hängen geblieben, haben hier sofort kräftig Druck gesehen vom ersten Bereich der Unterstützungszone. Ist hier direkt gleich der kräftige Kaufdruck reingekommen und wir sind auch quasi am Freitag schon aus dieser Bull Flag das erste Mal ausgebrochen. Ja, jetzt bin ich kein Freund davon, hier sonntags direkt in der Eröffnung um 0 Uhr oder 1 Uhr irgendwo zu agieren, sondern ich schaue mir gerne die ersten Bewegungen an. Und jetzt haben wir hier oben ein Level, ja, wenn dieses Level überschritten wird, dann haben wir gute Karten, dass das Unterstützungslevel hält und wir zumindest die alten Hochs hier nochmal anlaufen. Ja, hier oben so im Bereich 96, 90, 097, das wäre so dieser Zielbereich hier. Ja, das wäre bei einem Ausbruch über diese Tageskerze wäre das interessant. Und was hier noch unterstützend dazu kommt, ist die Stochastik, die hier in den überverkauften Bereich gelaufen ist und jetzt hier gerade im Begriff ist zu drehen, bullisch gekreuzt hat. Ja, und wenn die jetzt hier weiter auseinander driftet, dann spricht das auch dafür, dass wir hier weiter steigende Kurse sehen. Ja, aber ihr seht schon, ich bin ein Freund davon, tatsächlich auf die Signale zu warten, tatsächlich darauf zu warten, dass hier die Bewegung aufgenommen wird, die ich hier antizipiere. Und ich kaufe hier nicht blind, sondern ich warte zumindest auf die nächsten Ausbrüche. Ja, wie sieht das Ganze hier aus? Auf dem 4-Stunden-Chart können wir es uns auch nochmal anschauen. Na, das ist ein wichtiges Level, an dem wir hier hängen geblieben sind auf dem 4-Stunden-Chart, nämlich dieses Verkaufslevel. Ja, da sind wir einmal rangelaufen, direkt sofort wieder abgedreht. Ja, wenn wir jetzt aber hier drüber gehen, dann haben wir gute Karten, dass sich die Bewegung weiter fortsetzt. Die Widerstandsbereiche, die dann auf dem 4-Stunden auftauchen, sind einmal hier und einmal natürlich hier oben, ja, das alte Hoch. Das wäre ja auch das Fernziel der Bewegung. Ja. Okay, also den finde ich ganz interessant heute für die Watchlist. Wohlgemerkt nicht als direkten Einstieg, sondern tatsächlich für die Watchlist. Was haben wir noch? Cut Japanese Yen habe ich hier drauf tatsächlich mal als kurzfristigeres Setup, weil ich fange auch hier mal mit der großen Zeitebene an. Da sehen wir, auf der großen Zeitebene, auf der Woche, sind wir hier noch abwärts gerichtet. Ja, Gersh Trend ist abwärts gerichtet. Das heißt, dieser Abwärtstrend ist noch intakt. Man sieht das auch an der Trendstruktur. Wir sind im Prinzip von der Trendstruktur tatsächlich erst aus diesem großen Abwärtstrend, ich markiere den jetzt hier mal, wir sind aus diesem großen Abwärtstrend hier raus. Ja, wenn wir über dieses Hoch hier gehen. Vorher ist der große Abwärtstrend von der Trendtechnik zumindest hier noch gar nicht gebrochen. Was wir allerdings schon haben, ist auf dem Weekly hier eine erste Sequenz steigende Hochs und steigende Tiefs. Das ist noch kein Trend, das ist eine erste Sequenz, aber im Moment sieht es so aus, als wenn sich diese Bewegung hier weiter fortsetzen will. Und da können wir hier tatsächlich in der kleinen Zeitebene momentan drauf setzen, weil wir hier aus einem schönen Level kommen. Tageschart, ja, zeige ich auch noch mal kurz die Sequenz. Das ist die große Sequenz im Tageschart. Und da sind wir jetzt in der kleineren hier auf dieses letzte Hoch gelaufen. Na, wenn wir uns das hier anschauen, die kleinere, ja, die drei Wellen, aus der diese Abwärtsbewegung besteht, die habe ich hier markiert. Das sind die drei Wellen. Und jetzt sind wir hier schon wieder aufwärts gerichtet, sind über dieses letzte Hoch drüber gegangen. Das heißt, wir haben jetzt hier kurzfristig den Vorteil auf der Long-Seite, haben dieses letzte Hoch getestet. In der Bewegung hier haben wir das letzte Hoch getestet und könnten jetzt hier wieder Richtung Norden laufen. Und das Ganze, weil es eben ein recht aggressiver Trade ist, würde das hier in der Stundenebene umgesetzt werden. Und in der Stundenebene sieht das Ganze dann so aus. Ja, da sind wir hier jetzt gerade über dieses wichtige Level gegangen. Warum ist das wichtig? Naja, das ist auf der Stundenebene hier die Abwärtssequenz. Ja, die läuft so. Und jetzt hatten wir hier diesen Bereich einmal getestet, haben ein neues Tief gesehen und sind jetzt hier nach oben ausgebrochen. Und das, was hier entstanden ist, ja, ist im Prinzip nichts anderes als eine inverse SKS.
auf dem Stundenchart, ja, die sich hier jetzt eventuell schön handeln lässt. Ja, und der Zielbereich, der erste Zielbereich, der wird einfach ermittelt, indem wir diese Höhe nehmen, diese Höhe hier ranlegen und dann kommen wir hier oben an. Das wäre das erste Ziellevel. Na, da kann man dann, wenn man hier ein bisschen aggressiver unterwegs ist, auf dem Level hier kauft, kann man zum Beispiel hier erste Gewinnmitnahme machen, die zweite Gewinnmitnahme hier, ja, an dem Bereich von diesem Hoch. Das ist also alles möglich. Trade Management kann man hier aufbauen, wie man das denn für richtig hält und wie es auch zum persönlichen Handelsstil passt. Mir gefällt das Ganze ganz gut, weil wir hier tatsächlich eine Bewegung haben, die wirklich von groß nach klein rein projiziert werden kann. Und wo wir eben auch auf der kleinen Ebene hier die ersten schönen Signale haben, dass hier der Trend dreht. Wir kommen hier von diesem ganz kurzfristigen, kleinen, wohlgemerkt auch recht schwachen Abwärtstrend, wenn man sich anschaut, wie stark dieser Aufwärtstrend hier vorher war. Ja, wie hoch hier die Dynamik war, wie wenig Dynamik hier eigentlich drin war. Sind wir jetzt gerade wieder dabei, in diese ursprünglich dynamische Richtung zu drehen. Nach einer Korrektur, ja, nach dem Test hier von diesem alten Hoch, das gefällt mir alles ganz gut. Und das wäre also auch durchaus eine Situation, wo man mal einen kleineren Trade aufbauen kann. Allerdings sollte allen klar sein, je kleiner die Zeitebene ist, die ihr tradet, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, vielleicht mal falsch zu liegen. Ja, also die Gefahr, ausgestoppt zu werden und mehrere Versuche zu brauchen, die ist deutlich größer, wenn wir in der kleineren Zeitebene unterwegs sind. Und deswegen zeige ich hier auch typischerweise eher die großen Zeitebenen, weil es halt ein bisschen simpler umzusetzen ist. Die Setups sind oft einfacher zu handeln. Ja, und da haben wir hier eben im Aussie Japanese Yen, das möchte ich als nächstes zeigen, ein sehr, sehr schönes langfristiges Setup. Ja, wir sehen, australischer Dollar hatten wir ja gerade schon gesehen, über die letzten Wochen extrem stark. Hatte in den letzten 2, 3 Wochen jetzt ein bisschen abgenommen an Stärke. Allerdings ist der japanische Yen noch schwächer geworden über die letzte Zeit. Und das hat zur Folge, dass diese Trendbewegung hier im australischen Dollar, japanischen Yen einfach nach oben weiterläuft. Ja, die ist im Moment hier gedeckelt im Bereich 76,70, weil es einfach ein extrem wichtiges Widerstandslevel ist. Das sieht man hier, ja, wie wichtig diese Zwischenhochs sind, diese 1, 2, 3 Hochs, die hier generiert worden sind. Und jetzt hängen wir seit letzter Woche an diesem Level wieder dran und kommen im Moment auch nicht wirklich drüber. Also auch das wäre etwas, wo man tatsächlich den Ausbruch abwarten sollte und wirklich darauf warten, dass wir auch Kurse bekommen hier über 76,70, 76,80 und da vielleicht auch einen Stundenschlusskurs oder so tatsächlich erstmal oben drüber sehen, bevor man hier Trades eingeht, einfach weil dieses Level extrem wichtig ist und es sein könnte, dass wir da hängen bleiben. Ja. Aber auch hier haben wir halt wieder ein Setup, was in ganz vielen Zeitebenen quasi parallel auftritt. Wir haben es hier im Wochenchart. Ja, da kommen wir quasi aus dieser Dreiecksbewegung. Wir sehen das hier sehr schön im Tageschart. Und dieses Ding ist sogar hier auf dem 4-Stunden-Chart ganz sauber zu erkennen. Und es ist tatsächlich so, je besser diese Chartformationen ausgebildet sind, je sauberer die ausgebildet sind, umso einfacher und schöner lassen die sich handeln, weil man einfach auch Stop-Level ganz sauber bestimmen kann, Einstiegslevel ganz sauber bestimmen kann, Ziellevel ganz sauber bestimmen kann. Ja, also das ist eine schöne Konstellation, die hier auftritt. Ja, und dann haben wir es eben so, dass wir hier in allen Zeitebenen, ja, über den Trendindikator momentan aufwärts gerichtet sind. Na, man muss ein bisschen aufpassen, weil wir hier das Momentum leicht rückläufig haben. Und zwar auch in allen Zeitebenen geht das Momentum hier leicht zurück. Aber das ist überhaupt kein Problem, weil wir ja auf den Breakout warten, weil wir ja nicht kaufen wollen, bevor es hier tatsächlich einen Ausbruch gibt. Und dann würde sich auch dieses Trendmomentum hier wieder nach oben wegbewegen. Dann sieht das Ganze auch wieder ein bisschen schöner aus. Dann kommt man nämlich eher in solche Situationen hier rein. Ja, dass sich das Ganze wieder nach oben entwickelt und häufig sind das eben auch Preisbereiche,
na, an denen dann auch erstmal nochmal mit einer Bewegung zu rechnen ist. Okay, ich glaube, ja, auf den Aussie New Zealand können wir auch nochmal kurz gucken. Da hatten wir ja in der letzten Woche hier häufiger uns dieses Setup angeschaut. Das ist ein bisschen ähnlich wie das, was jetzt im Aussie Japanese Yen läuft. Das hat also genauso eine schöne Begrenzung hier gehabt zur Oberseite. Ja, und da sehen wir ja auch, wie schön sauber das hier durchgelaufen ist. Auch da sind wir im Moment in der Korrektur. Ja, aber es ist halt auch normal. Wir sind einen wichtigen Bereich gegangen, 1,10. Na, das ist hier oben der Bereich dieser alten Hochs hier. Na, ziemlich genau 1,10. Das ist also der erste Widerstandsbereich, dass wir von hier retracen, ist völlig normal. Vielleicht testen wir sogar nochmal dieses Ausbruchslevel. Und dann haben die, die vielleicht noch nicht drin sind, auch nochmal eine Chance, in den Trade hier einzusteigen. Okay, dann schauen wir mal kurz durch, was wir hier noch. Ja, Holger, super, prima. Aussie, japanischen Yen schon länger drin. Das ist natürlich immer schön, wenn man in solchen Märkten ja Einstiege bekommt, schon auf einem tieferen Niveau, die man dann einfach halten kann. Ja, und da gab es hier mehrere Möglichkeiten. Eine, die man hier ganz einfach, ganz direkt mal zeigen kann, ist hier so ein Ausbruch aus so einer Range, wie wir sie hier gesehen haben. Na, wir haben hier diese erste kleine V-Korrektur gesehen, na, sind an diesen ersten Widerstandsbereich hier rangelaufen, hier an diese letzten Tiefs. Hol nochmal das andere Zeichentool, dann können wir das ein bisschen schöner zeigen. Ja, im Prinzip hier an diesen Widerstandsbereich sind wir rangelaufen. Der kommt von dieser kleinen Verkaufszone und von hier. Ja, das ist genau dieses Level, an dem wir hier hängen geblieben sind. Und wenn man jetzt sieht, wir sind hier ein paar Wochen seitwärts unterwegs, das ist auf dem Tageschart dann noch viel schöner zu sehen und machen hier die ersten Ausbrüche, dann ist das der erste Zeitpunkt, wo man kaufen kann. Ja, dann sind wir hier oben am ersten Zielbereich in das Retracement rein, kann man, wenn sich das Ganze hier nach oben fortsetzt, wieder kaufen. Ja, das sind also alles durchaus gute Möglichkeiten, hier einzusteigen. Mit kleineren Chartformationen, und ich habe es jetzt hier wirklich auf der großen Zeitebene gezeigt, auf dem Weekly. Da gibt es auf dem Daily nachher noch viel mehr Möglichkeiten, Bullflags und alles Mögliche, wo man immer wieder einsteigen kann oder Positionen vergrößern kann. Und dann eben mit den letzten Positionen, die man hat, darauf setzen, dass dann solche wirklich massiven, dynamischen, großen Chartkonstruktionen hier nach oben dann durchbrochen werden. Und dann kann man wirklich kräftige Gewinne machen, weil die nächsten Ziele ja dann auch tatsächlich für die große Zeitebene erst hier oben irgendwo liegen. Na. Okay, gut, dann schauen wir jetzt einmal kurz hier rein in das, was hier gefragt war. Ich glaube, es war New Zealand Dollar Swiss Franc. Ich muss gerade mal schauen, ob ich mir hier die alten Kommentare noch angucken kann. Ich glaube, es war New Zealand Dollar Swiss Franc, hatte ich hier auf der Uhr. Den können wir uns natürlich gerne mal anschauen. Ich lege dafür hier mal eine neue Chartkombination an. Ja, dass wir uns das hier auch gleich im Überblick anschauen können, in den vier wichtigen Hauptzeitebenen, mit denen ich hier arbeite. Ja, so, da haben wir das. New Zealand Dollar Swiss Franc. Da sehen wir hier als erstes ganz klar das, was für mich ja immer super wichtig ist. So, ja, auf allen Zeitebenen ist der Trend hier klar abwärts gerichtet. Und wir haben es auf allen Zeitebenen, dass sich dieses Momentum hier in die Abwärtsrichtung vergrößert. Das gibt für mich hier schon mal ganz klar die Handelsrichtung vor. Ja, jetzt ist New Zealand Dollar Swiss Franc
Ein Sonderbeispiel würde ich jetzt mal sagen, weil wir hier einen ganz wichtigen Unterstützungsbereich hatten, hier in diesem, auf diesem Niveau ungefähr. Ja, da hatten wir hier alte Hochs, haben hier drüben alte Tiefs auf dem Tageschart. Und im Prinzip ist für jemanden, der Short gehen will, das hier das Einstiegslevel. Das ist das Einstiegslevel. Na, spätestens hier sollte man mit der ersten Position Short sein. Wir sind jetzt an einem interessanten Bereich, weil wir dabei sind, hier auch unten wegzubrechen. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit einzusteigen. Allerdings gebe ich hier zu bedenken, schaut euch mal die Stochastik an. Wir sind hier klar überverkauft in 4 Stunden und wir sind hier ganz klar überverkauft im Tageschart. Das sind typische Preisbereiche, an denen mit Retracements gerechnet werden muss. Ja, also es ist möglich, hier im Ausbruch Positionen aufzubauen. Allerdings, ich vergrößere mal kurz den Tageschart, dann sieht man das ein bisschen besser. Allerdings haben wir hier an diesem Bereich ja eine Kaufzone. Die mache ich hier mal grün. Ja, wir haben hier eine ganz klare Kaufzone, die kommt von hier drüben, weil wir sind hier 3, 4 Tage seitwärts gelaufen, haben einen deutlichen Ausbruch gesehen über die letzten Hochs und hatten hier das erste Retracement da rein und das hat richtig Druck gebracht. Von daher würde ich hier normalerweise erwarten, dass ein Retracement, was nochmal in diesen Bereich geht, wieder für eine Korrektur sorgt. Ja, vielleicht bis hier an dieses alte Ausbruchslevel. Ja. Das wäre für mich die Idealvariante. Jetzt zu sehen, dass wir hier retracen, dann hier oben in der kleinen Zeitebene eine kleine Trendumkehr wieder zu sehen, erste Short-Positionen hier auf dem Weg nach unten aufzubauen und dann beim Durchbruch hier nach unten zu vergrößern. So, das wäre so für mich jetzt das Traumszenario. Ich verkaufe ungerne an Bereichen, die Unterstützung sind. Zu einer Situation, wo ich in mehreren Zeitebenen sehe, dass die Stochastik hier stark überverkauft ist. Das heißt nicht, dass es nicht noch weiterlaufen kann. Ja, das sehen wir ja hier. Na, hier ist Stochastik stark überverkauft und wir haben hier nochmal richtig Druck gesehen nach unten. Ja, also das kann durchaus sein, dass wir hier nochmal eine Ecke weiterlaufen. Aber wir sind jetzt hier schon relativ lange in diesem Bereich und mir gefällt einfach diese Kaufzone hier nicht. Für mich, für meinen Handelsansatz wäre das hier ein Ausschlusskriterium zum aktuellen Preis oder auch den Ausbruch unter dieses Tief hier zu verkaufen. Ja, ich würde gerne das Retracement sehen wollen. Das heißt aber nicht, dass man das so machen muss. Ja, man kann natürlich hier auch auf der kleineren Zeitebene reingehen und direkt den Breakout verkaufen. Ja, aber die Trade-Richtung für mich ist klar, die ist abwärts. Ja, aber das Einstiegslevel hier finde ich jetzt etwas schwierig. Das hätte mir persönlich hier oben deutlich besser gefallen. Ja, und hier sind wir auch in die Situation gekommen, dass wir nach dieser ABC-Korrektur, die echt ideal hier in diesen Verkaufsbereich gelaufen ist, das hier ist der Verkaufsbereich. Ja, wir sind ideal in diesen Verkaufsbereich gekommen, haben hier den Trend gedreht, sind dann unter diese Trendlinie hier gegangen. Ja, auch das super. Und das Ganze dann in Kombination mit dem Unterschreiten von diesem letzten Tief hier. Da sitzen wir dann da als Einstieg und dann sollte man eigentlich hier seit 2 Wochen schon Short sein im New Zealand Dollar Swiss Franc. Ja. Für mich ist das aktuelle Niveau jetzt nicht ideal. Okay. Und das zweite, was wir hier noch hatten für heute, war British Pound US. Das machen wir auch gerne nochmal genauso. Den legen wir jetzt auch noch kurz an. Dann nehmen wir die weg. Und den haben wir hier in den Majors. So, da gehen wir hier auch noch mal
auf die einzelnen Bereiche. So, das hatten wir uns ja schon mal angeschaut hier in der Woche. In der Woche sieht das Ganze so aus, dass wir hier oben den ganz wichtigen Widerstandsbereich haben. Wir sind an diesen Widerstandsbereich rangelaufen und machen jetzt hier im Moment eine hohe Flagge am Widerstandsbereich. Es ist eigentlich eine tolle Situation, um hier ein Breakout nach oben zu handeln. Ja, schauen wir uns das Ganze auf dem Tageschart an. Auf dem Tageschart können wir das noch so ein bisschen mehr sogar hier jetzt als Bull Flag definieren. Ja, da haben wir das hier so als Bull Flag. Ich hatte diese kleine Bull Flag, die hier, die hatte ich schon mal gehandelt und bin dann ganz fies, habe ich mich rausschmeißen lassen. Mein Stop-Level ist eigentlich gar nicht erreicht worden, das lag hier unten, aber ich habe mich dann hier rausschmeißen lassen, nachdem sich hier dieser erste kleine Abwärtstrend aufgebaut hat. Ja, da habe ich die Position geschlossen. Im Nachhinein, naja, war es nicht richtig, aber zu dem Zeitpunkt hier sah es so aus. Ja, wir hatten hier die Stochastik, die gerade gedreht hat. Wir hatten hier den RSI, der nach unten gedreht hat. Wir haben hier im Trendindikator schon gesehen, dass das Momentum abnimmt. Das sind typische Situationen. Ja, das ist dann ähnlich wie hier oder hier, na, wo die Stochastikkreuz der RSI anfängt nach unten wegzugehen. Und da haben wir dann halt häufig diese Abwärtsbewegungen, die dann hier folgen. Und deswegen hatte ich das Ganze hier glattgestellt. Im Moment sieht es so aus, als wäre das ein Fehler gewesen. Und wenn wir über diese letzten Hochs hier jetzt gehen, über das Hoch von Freitag spätestens, von hier an, haben wir sehr gute Chancen, dass das Ding nach oben ausbricht hier und weiterläuft. Und der nächste Zielbereich, der liegt dann hier oben. Ja, aus dem Daily so bei 1,3480, das wäre tatsächlich das Ziel. Ja. Also so sehe ich im Moment hier den British Pound US-Dollar. So, auf dem 4-Stunden-Chart, ja, sehen wir auch, da sind wir hier eben relativ lange jetzt seitwärts gelaufen, deswegen war das Ganze auch ein bisschen tricky. Sehen aber, Stochastik prinzipiell ist stark, ist auch gerade wieder dabei, hier bullisch zu kreuzen, ist noch nicht im überkauften Bereich, da ist also auch noch Platz. Ja, und hier können wir uns das Ganze auch so ein bisschen als Dreieck anschauen. Ja, das sieht dann so aus. Und wenn wir hier oben drüber weggehen, wie gesagt, das Hoch jetzt von der Nachtsession, hier vom Freitag, dann ist es doch wieder ein sehr, sehr bullisches Bild, muss ich sagen. Ja. Gefällt mir nicht, dass das so ist, weil ich eben auch aus meiner eigenen Position hier raus bin. Aber prinzipiell ist das dann hier auch der Wiedereinstiegsbereich. Na, dann sieht das Ganze doch wieder sehr bullisch aus. Okay. Ja, so viel dann dazu. Das wäre es im Prinzip für mich erstmal gewesen hier. Ja, dann wünsche ich euch allen einen super erfolgreichen Handelstag. Ich habe gerade nochmal schnell geschaut. Es sind keine weiteren Fragen hier mehr drin. Damit sind wir dann für heute auch erstmal soweit durch. Ich aktualisiere hier nochmal kurz, dass da tatsächlich nichts mehr drin ist. Ja, hervorragend. Prima. Dann danke ich euch ganz recht herzlich. Würde mich freuen, wenn ihr morgen um 8:30 Uhr wieder dabei seid. Ja, und bis dahin sage ich erfolgreichen Handelstag, guten Start in die Woche euch und alles Gute. Bye bye.